So Leute, willkommen zu meinem neuen Projekt Dragon Ball Z, das Erbe von Goku 1. Für den Game Boy Advance, ihr seht schon, das ist aus dem Jahr 2002. Ich starte mal lieber, ehe das mir noch wieder abschmiert beim letzten Mal. Meine Aufnahme wurde natürlich zerschossen, nachdem der das Bild nie aufgezeichnet hat, Leute. Epischer geht's, ne? No? Erstmal, das Game ist der Nachfolger von Dragon Ball. In der GBA 5er Reihe ist der Nachfolger von Dragon Ball Advance Adventure, was ich ja Let's Played habe. Ihr erinnert euch, wo wir Piccolo getötet haben. Und hier geht es jetzt weiter, um zu sehen, wie es mit Son Goku weitergeht. Ich möchte schnell vorwegnehmen. Und zwar gibt es den kleinen Cheat drin und wenn ich den auslöse am Start des Spiels, gibt es eine schöne kleine super Sache. Das ist schon integriert, also der ist schon drin und den würde ich für Notfälle aufheben, weil das Spiel ist wirklich monströs schwer. Die anderen Teile sind etwas leichter und etwas cooler. Der ist echt hart. Ich sag's euch, Leute. Jetzt geht's eigentlich los. Die Geschichte beginnt mit unserem mutigen Helden Son Goku. Die Freunde seiner Kindheit hat er schon lange nicht mehr gesehen. Und er möchte sie gerne im Hause seines alten Kampfkunstlehrers Mudurashi natürlich wieder treffen. Mit dabei ist sein 6-jähriger Sohn Son Gohan. Ja, willkommen wieder auf der Schildkröteninsel oder der Kame-Insel. Ihr erinnert euch an alle, das ist die Schildkröte. Hier haben wir Mudurashi, hier ist Krillin. Dieser kleine Junge da ist Son Gohan mit so einem Dragon Ball auf dem Hut. Yeah, was haben wir? Son Gohan sollte das besser nicht sehen. Was soll ich nicht sehen? Ach, ich weiß, was das ist. Das habe ich lieber nicht. Und da ist Bulma. Yeah. Die hat einen komischen Anzug, hä? Also, wir laufen jetzt rum. Und erstmal zur Tastenbedingung, damit ihr mal so eine Ahnung habt, was so man machen kann. Also, mit der A-Taste kann ich das hier. Mit der B-Taste kann ich das machen. Mit der L-Taste kann ich im Moment noch nichts machen. Das kommt noch. Und mit der R-Taste kann ich das. Ich kann fliegen, ja, ich habe Flugkräfte. Ein interessantes Magazin. Das klingt wirklich interessant. Ich muss nie wissen, was dort steht. Das klingt schon interessant, wenn es heißt interessantes Magazin. So, das ist ein Haus. Wow, ist ja ein tolles Cover. Ja, mein Fernseher. Oh, Mudurashis Zimmer ist oben. Ich bleibe lieber hier unten. Genau. Und jetzt schlag ich den Fernseher. Ach du Heilige, ich habe echt Aggression heute. Das Mudurashi guckt ihn euch an mit seiner Brille. Ich muss besser auf diese Magazin aufpassen. Danke, Son Goku. Du bekommst eine Senzu-Bohne oder magische Bohne. Wie man sie im Deutschen kennt. Oh, das hat sich wohl nicht verloren. Danke, Son Goku. Du bekommst eine magische Bohne. Ich dachte, Oolong hätte es mir gestohlen. Ihr erinnert euch, Oolong, dieses fette Schwein? Sicher, Mudurashi. Sieh dir die Mädchen nicht zu lange an. Hehe, yippie! Ja, yeah, sagen heute aber nicht sogar zu freudig. Ich weiß auch nicht. Was er bloß an diesem Magazin bloß findet. Du bekommst einige Kräuter. Du bekommst 350 Erfahrungspunkte. Du bekommst ein Level 2. Level up. Huch. Ich glaub's nicht. Mann. Was? Ja, Leute, guck dich den an. Da bist du, Kakarot. Alter, das klang ja irgendwie fast so ähnlich, als wäre ich Vegeta. Ach, du Heilige. Wer ist Vegeta? Ignoriert's einfach mal. Ihr lernt ihn noch kennen früh genug. Wer ist das? Du bist nicht von diesem Planeten, sondern ein Saiyajin. Wie ich, dein Bruder. Zur Information, er heißt Raditz, weil das sagt er im Game nie. Ein Saiyajin? Dein Bruder? Glaube ich nicht. Als Kind wurdest du hierher geschickt, um den Planeten von diesen nichtigen Menschen zu befreien. Hast du das vergessen? Leute, Son Goku sollte uns alle umbringen. Auch mich, oh Gottes Willen, wir werden alle sterben. Hilfe! Rennt los, Leute! Schnappt euch ein Flugzeug und haut ab, die Saiyajins kommen! Wahrscheinlich, als du dir als Kind den Kopf angeschlagen hast. Ja, mit 2 Jahren. Ich tue niemandem etwas zu leide. Das ist mein Zuhause. Und das sind meine Freunde. Du bist ein Weichei geworden. Vielleicht ist dein Sohn stärker. Was ein Weichei? Ich meine, hallo, er hat Piccolo umgebracht. Son Gohan? Nein! Papi! Ja, das Glitter wirklich sieht gerade passend aus. Toll, jetzt auch Piccolo. Ja, zur Information, das ist der Sohn vom Dämonenkönig Piccolo. Der hat ein Ei abgelegt, nachdem wir ihn in Dragon Ball Advance Adventure ausgerottet haben. Gegen den hat er dann im großen Turnier gekämpft, der Son Goku hat ihn natürlich am Leben gelassen, indem er ihm noch eine magische Bohne gegeben hat. Nach dem Kampfturnier, sag ich euch, das sah geil aus.
Soll ich mal das Video reinstellen mit dieser Meteorin-Kombination? Das sah so richtig geil aus. Schreibt's in die Kommentare. Keine Angst, ich will nicht kämpfen. Hä? Warum bist du dann hier, Piccolo? Wir haben genug Song. Der Typ, der gerade hier war, den kenne ich. Der ist stärker als du und ich zusammen. Also Waffenstillstand. Unseren Streit können wir später regeln. Warum sollen wir dir vertrauen? Weil er mich mehr bedroht als dich, Son Goku. Zusammen schaffen wir's. Vielleicht. Hör nicht auf ihn, Son Goku. Ich gehe vor, wir treffen uns später. Wir? Ein Team? Riskant, aber die Idee gefällt mir. Ich muss los meinen Sohn retten. Am schnellsten geht es über den Nimbus oder Jindo-Jun. Hallo Jindo-Jun, na was geht? Na was geht? Ihr seht ein Bild vom Anime und eigentlich müsst ihr mit Piccolo zusammenfliegen. Folge 3. Okay, wir kommen in der ersten Stage, wo wir ja richtig loslegen können. Das ist Ostbezirk 539. Woher ich die Zahlen weiß, ist einfach geil, hä? Chichi hat mich gestern vor Schlangen im Wald gewarnt. Ich sollte wachsam sein. Weil alle, die nicht wissen, wer Chichi ist die Frau von Son Goku. Sie haben nämlich in Folge 153, 154 von Dragon Ball haben die geheiratet, wenn ich mich recht erinnere. Ich sag euch Leute, die ist hier eine richtige Furie. Also, alter PC, was ist denn los mit dir heute? Wahrscheinlich habe ich mir mal zu warm anlaufen lassen. Wartet mal ganz kurz, Leute, ihr könnt es kurz mal ein bisschen ins Bild betrachten. Während ich mal was hier kurzzeitig in meinem kleinen Netzwerkstudio mache, damit ihr ein bisschen kühler reinkommt. Alter, Fenster, bleibst du mal auf? Ja, genau so, Goku. Ich frage mich wirklich, was da abgeht. Schon wieder mein Fenster hier. Ja, ich habe ein Fenster hier offen. Und das dreht schon wieder hier durch. Hier. So, falls ihr was gehabt habt, dann ignoriert einfach mal gnadenlos. Jetzt soll es richtig kühl werden. Jetzt soll es gleich, hier durchrosten hier. Es wird auch ein bisschen schwieriger werden, weil diesmal nehme ich nicht mit 30 FPS auf, sondern diesmal 60 FPS. Also Leute, das ist jetzt mehr Power, was dahinter steckt. Gohan hat wohl die Krebs zu sehr gefüttert. Naja, nicht euch, ich habe auch gesagt, dass jetzt 8 Damage da dran ist. Alter, ich verprügel dich. Stirb! 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 Level 3. Ich lasse mich nicht umbringen. Speichern. Das sollten wir jetzt regelmäßig machen. Warum? Ich habe schon eine Aufnahme hinter mir gehabt. Wie oft ich da Game Over gegangen bin, das wollt ihr nie wissen. Ich habe es nie mitgezählt, aber es war wirklich oft Game Over gegangen. Das Spiel ist so ein Game-Over-Game, das heißt, du gehst sehr schnell Game-Over, egal wie gut du bist. Los geht's. Töten mir erstmal ein paar Schlangen, ich weiß, ich bin heute mal ein Tierverrotter. Stirb, du Eichhörnchen! Stirb! So. Ja, der Goku hat coole Augen, hä? Ja, er sieht so richtig böse aus, mit bösem Blick. Ja, klingt wie der Spruch Musiknote mit bösem Blick. Sonic Lost World, yeah! Aber ich rede nicht über Sonic Lost World, auch wenn es bei mir noch als EP kommen wird. So, du bekommst einige Kräuter, danke. Jetzt mal eine kleine Einführung zum Menü, damit ihr auch mal einen Blick drauf habt. Ich kenn's ja, ich hab's vor langer Zeit mal durchgezockt. Hier sehen wir unsere Quests. Was wir gesammelt haben, gehen wir mal rein. Wir haben zwei Kräuter und zwei magische Bohnen. Unsere Attacken, Speichern, Optionen, Mitwirkung, also wer es entwickelt hat. Credits, beenden. Ich bin gespannt, wie die Credits-Musik klingt. Ich habe die lange nicht mal gehört. Wer von euch kennt denn noch die Credits-Musik und wie cool klingt die eigentlich? Schreibt es in die Kommentare. Ich kenne die nicht mehr. Ja, ich habe sogar rausgefunden, wo ihr eine Sensebohne versteckt ist. Alter, Spiel! Wer bitte wieder schnell? So. So, wo bist du? Nicht der Wolf. Der wird mich töten. Oh, Alter, der wollte mich töten, Leute. Rennt weg vor ihm, Leute. Der ist böse. Wirklich, Leute. Wölfe sind böse. Wir brauchen echt mehr Kraft hier. Ich bin schwach. Das mache ich jetzt nicht ernst, sondern ich bin wirklich schwach, weil ich zu langsam bin. Ich schlage echt wie... würde ich sagen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall bin ich schwach noch. Und mein Spiel leckt hier wie eine Sau hier. Das wird Lost World. Ich meine, mit Sonic Riders hat mir schon gereicht. Wenn ich jetzt töten lässt. Alter, Son Goku, ich habe Angst um dich. Ich meine, ich sollte eigentlich keine Angst haben. Er ist Son Goku, er kann nicht sterben. Oh doch, er kann sterben. Er ist nicht unsterblich. Ja, meine Machtgeist spricht wieder zu sich. Yeah. Ihr habt die lange nicht mehr gehört, hä?
Und ich bin jetzt ja ziemlich levelgeil. Nur ich will leveln. Und wir dürfen mal wieder speichern. Ich bin einfach sicher. Erstmal Vorsticker. Wenn wir ein sehr hohes Level haben, dann können wir vielleicht mal ein bisschen unvorsichtiger sein. Das heißt, ich kann mich mehr auf die Feinde stürzen und sagen: Hallo Feinde, kommt her. Wollt ihr mich fressen? Ja, das Ding ist komisch. Wir kommen in der nächsten Zone. Ein dunkler Wald. Nix lebt hier. Oh doch, es lebt etwas. Er hat mein Ei gestohlen. Herzloses Monster. Die arme Mutter hat die Ei verloren. Oh nee. An den erinnere ich mich gut. Den habe ich mal in der zerschossenen Aufnahme erst nach 2 Game Over das gekillt. Als sag ich Leute, der ist böse. Vor allem, weil der zerschossenen Aufnahme habe ich nämlich beim Ende des Parts erst ausgradiert. Ich sag euch Leute, wer von euch kennt das Vieh und wer hat es beim ersten Mal geschafft, das Ding zu töten, ohne Game Over zu gehen? Der kann es mal in die Kommentare schreiben. Und wir müssen Steine sammeln. Ich weiß, was ich brauche, um ihn zu töten. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier im nächsten Sektor. Ich speichere mal lieber ab, damit wir unsere Sachen nicht verlieren, weil die Items werden nämlich gespeichert, wenn wir nämlich hier hochgehen, aber halten wir die nämlich, verlieren sie nicht. Leute, jetzt seht ihr das erste Mal, wie ich Game Over gehe. Oh Gott, wie oft ich Game Over schon gegangen bin. Das Spiel ist bei mir bekannt als das Spiel für Game Over, Leute. Das heißt, alle, die Game Over gerne, eher gern Game Over gehen wollen, für dieses Spiel mehr als gut geeignet. Und vor allem ich, Let's Play ist auch noch ein Spiel, was eigentlich dafür gedacht ist, für Leute, die eher auf Game Overs aussehen. Alter, wo haust du ab? Alter, ich kill dich. Du weißt, dass ich stärker bin. Oh Gott. Wir nehmen auch wenig Schaden. Leute, jetzt geht's um die Wurst. Ich schieße in den Wurst, den Ball. Jetzt guck ich mal, wie ihn auch auf die Art hast, der. Um zu kämpfen. Komm her, Leute. Her, du Wolf. Alter, ich hab ihn echt zerschlagen. Der ist durch meine Verteidigung abgeschossen worden. Ja. Yeah. Skill, Frotte bin. Alter, bist du ich glaub's nicht. Leute, Son Goku ist schon wieder gestorben, Leute. Ich bin echt geskillt. Mich von einem Wolf töten zu lassen. Ach du Heilige. Rechner bitte auf zu lecken. Oh Gott, der brennt mir ja noch durch. Ich sollte keinen zu langen Pop machen. Sonst brennt er mir wirklich schon noch durch die Sicherung. Falls ihr mir jetzt hier wieder abschmiert und damit meine Aufnahme zerschießt, dann muss ich das wohl nochmal aufnehmen. Finde ich zwar auch schade, aber naja, was kann man sonst tun? Alter, wenn ich jetzt nochmal Game Over gehe, ach du Heilige, nee, ich bin vorsichtig, ich speichere. Ich sehe mich sogar hier in meinem Bildschirm, ne? Ich sehe mich sogar hier auf meinem PC-Bildschirm richtig reflektierend. Yeah, das ist cool. Das kommt jetzt nice rüber. Oh, der ist auf meinem Kopf, du fettes Schwein. Jetzt reicht's mir. Jetzt krieg ich Aggression. Jetzt fang ich langsam an, aggressiv zu werden. Son Goku, aktiviert deine Saiyajin-Fähigkeiten. Töte das Vieh. Zeig mir, wie ich es dir beigebracht habe. Wie ich dir beigebracht habe, Monster zu töten. Kamehameha. Kamehameha-Schlag. Direkt ins Maul. Heilige Scheiße. Ich werde wieder Game Over gehen, Leute. Ich sag's euch, das Spiel ist ein Game Over Game. Das heißt, du kannst nur Game Over gehen. Was anderes passiert eigentlich in dem Game? Ich brauche ich mehr ein höheres Level. Ich weiß aber nicht, wie die Angriffskraft hier geregelt ist. Wer kennt sich da ein bisschen aus mit der Angriffskraft? Schreibt's in die Kommentare. Ihr müsst mir helfen. Ich brauche auch irgendwo mal Hilfe. Ich kenne auch mich nicht mit allen Spielen aus. Auch wenn es so ist. Level 5. Cool. Xiaosu. Ah, Son Goku. Hallo, Xiaosu. Ist alles okay? Du siehst besorgt aus. Klaro, sieht er so aus. Mein Sohn ist weg. Ich suche ihn gerade. Oh nein, können wir hier helfen? Danke, Xiaosu. Aber darum muss ich mich selbst kümmern. Wenn du meinst. Du bekommst 500 Erfahrungspunkte. Alter, warum lässt du nicht helfen? Ich meine, hallo, dann können wir gleich in den Tod schicken. Haben wir einen Sündenbock wenigstens.
Was machst du hier draußen, Son Goku? Wollte ich dich gerade auffragen. Ich suche Son Gohan. Es ist etwas Schlimmes passiert. Oh nein, können wir irgendwie helfen? Danke, Tenshinhan. Das mache ich selbst. Schaust du und ich trainieren hier, wenn du uns brauchst. Ich schaff das schon. Piccolo hilft mir. Piccolo? Das ist nicht dein Ernst. Frag nicht. Das sollst du lieber wirklich nicht fragen. Weißt du, wie die Geschichte klingt? Das will ich jetzt nicht wissen. Ja, sie klingt eklig. Ist dann nur gerade so komisch von mir. Du stirbst. Ich will den Stein. Gib mir den Stein. Alter, mein Bitte leckt hier mies au. Das ist scheiße. Leute, es ist scheiße. Ich will nicht, dass es leckt. Das ist Ei übrigens, was ihr dort seht. Im Hintergrund. Wow, sah es wirklich geil aus. Wo ist das Monster? Das Monster ist leider daneben. Ich sag euch Leute, ich habe es einmal geschafft, das Ding zu überraschen. Aber dann beim zweiten Mal, als ich es dann wirklich gekillt habe, ist es voll auf mich zugekommen. Ich hatte erst die volle Panik bekommen, weil hier, naja, das Monster kam ja direkt auf mich zu, aber dann habe ich doch in den Arsch getreten. Dank der coolen Fähigkeit, die wir gleich kriegen werden. Ja, ich werde schon mal wieder mal spoilern, wie immer und wie immer und wie immer. Das sollte man machen. Oh, warum gehe ich nicht ins Wasser? Hallo, das ist flach. 2, 3. Hey, sieh an, Trittsteine, danke. Ich weiß nicht, wie du da rausgekommen bist, aber bleib nicht wieder stecken, ja? Ich versuch's. Du bekommst einige Kräuter, 350 XP und Geschwindigkeit. Jetzt können wir das Vieh töten, Leute. Das Vieh stirbt. Soll ich noch an diesem Part wagen? Könnte Risikospiel werden jetzt. Wenn mein PC zu weit heiß wird, könnte es nämlich gefährlich werden, dass meine Aufnahme hier klar abschmiert. Ich krieg nämlich langsam hier Panik. Nicht wegen des Spiels, sondern dass meine Aufnahme wieder mal Tschüss sagt. Was soll ich tun, Leute? Was soll ich tun? Ganz einfach, ich mach das Vieh noch platt und dieses Monster und dann werden wir den Part beenden. Nee, dass mir noch zu gefährlich wird. Ich habe nämlich langsam Angst. Ich habe Angst darum, dass der PC abschmiert und mir am Ende alles versaut. Wie oft ich das schon erlebt habe, dass mein PC abgeschmissen am Ende ist meine Aufnahme in den Tod gerauscht. Willkommen beim Trainingswasserfighter, wo Tenshinhan jetzt für immer trainieren wird. Er wird nie wieder weggehen. Wir sollten uns aufladen, ehe er uns noch wirklich in die Hölle tritt. Ja, das ist die schlauste Lösung. So. Wo ist das Vieh? Stopp! Stopp! Leute! Heilige Scheiße! Ich hab das Vieh gekillt! Ach du Heilige! Ach du Heilige! Ach du Heilige! Damit können wir den Part gleich beenden, Leute! Was meint ihr dazu? Bringen wir das Ei noch schnell zu dieser Tante rüber und fertig, dann haben wir ab. Da schaust du, Tenshinhan, ich speichere das lieber ab, eben das nochmal, damit wir das Ei behalten. So, jetzt behalten wir das Ei, ha, ich bin schlau, ich bin geskillt, ich weiß, was zu tun ist. Ja, jetzt haben wir den Stein. Ne, wir haben das Ei, ich dachte jetzt echt. Ja, ich weiß, ich bin gerade mal wieder voll, nicht bei der Sache. Ja, der Part wird gleich zu Ende sein und, naja, eigentlich würde ich es länger machen wollen. Aber wenn das so gefährlich ist, dann kann ich kein Risiko eingehen. Ich will nicht die Aufnahme riskieren. Da ist der Drache. Du hast mein Ei gefunden. Du bekommst 150 XP. Und damit beenden wir den Part. Was meint ihr dazu? Also, wie hat euch gefallen, der erste Part hier, wo wir ja schön den Drachen erlegt haben oder den Pterosaurus? Wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Part, wenn es halt weitergeht und diesen Wald hier eigentlich durchqueren. Ich sag euch, hier ist noch ein ganz böser Gegner unterwegs und den töte ich auch. Das hier ist eigentlich ohne und schreibt mir, wie ihr es findet, ich eigentlich mal wieder Dragon Ball Let's Play. Ich habe noch andere Dragon Ball LPs geplant. Wer so meine LP-Besicht verfolgt hat, der wird auch gesehen haben, dass ich Dragon Ball Z Battle of Z Let's Playen will. Das Game sieht interessant aus und ich will es gerne mal zocken, aber am besten gar noch mit EP, damit es blind wird, man. So wie Sonny Boom. Sonny Boom wird auch blind. Und nein, dieses Game ist nicht blind. Zum Teil ist es blind. Zur Hälfte. Zur Hälfte auch nicht. Ich meine, bei jetzt Schluss, sonst wird es noch zu gefährlich. Also dann,
Bis dann und ciao.